Wir sind alle krank. Eine liebevolle Diagnose, Analyse. Aber weil sie oder gerade weil sie so liebevoll ist, mag sie vielleicht zunächst sehr schmerzen. Warum sind wir alle krank? Woran sind wir erkrankt? Die Krankheit heißt Lebensdurst. Und sie verursacht etwas, Symptome, die ständig zur Wiedergeburt führen. Warum ist Lebensdurst eine Krankheit, meine Lieben? Weil wir nach etwas dürsten, was uns eigentlich gar nicht zusteht. Ja, was sehr gefährlich ist. Es ist lebensgefährlich. Es führt zum Tode. Wir wollen das Leben. Das ist die wahre Bedeutung der verbotenen Frucht in der Bibel, meine Lieben. Sobald wir das Leben wollen, das ist wie ein vergiftetes Getränk, Ehre sei dem Buch des Lichts und dem Mahatschoan, der mir diese Worte gibt. Das Leben ist ein vergiftetes Getränk, das zunächst sehr gut schmeckt. Wie gut das schmeckt. Aber dann kommt das Gift. Das wirkt ein bisschen später. Und es tötet uns. Nicht genug damit, dass wir das einmal erfahren haben, wollen wir dieses Gift immer wieder. Und da hat eben gerade was gehustet und gekeucht und sich und gekrächzt, meine Lieben, was mag das wohl sein? Etwas, das mir nicht zusteht. Was ich mir nur angeeignet habe, von dem ich behaupte, das wäre ich, oder die meisten behaupten das. Und sie sagen, sie sind das, der Körper. Und in dem Maße, in dem sie sich damit identifizieren, leiden sie, wenn das, indem sie sagen, dass sie es sind, ihnen wieder genommen wird. Dann kann man in der Tat sagen, meine Lieben, ich sterbe. Denn ich verlege ja mein ganzes Ich in das, was da vergeht. Und da kommt schon der erste Irrtum, meine Lieben, denn wir sprechen heute nicht nur darüber, dass wir krank sind, sondern auch, wie wir uns von dieser Krankheit heilen können. Und um überhaupt zu verstehen, dass es eine Krankheit ist, müssen wir schon erstmal in diese Krankheit so richtig hineintauchen, uns mit den Symptomen befassen und so weiter, bevor wir dann sagen können, hier ist die Heilung. Der Arzt muss ja erst eine Diagnose machen. Patient kommt ja nicht gleich rein und sagt, ich bin krank, und der Arzt sagt, nehmen Sie 3 Pillen. Ja, das sagen viele Ärzte. Weil viele Ärzte sagen auch, komm, wir müssen operieren. Obwohl es nichts zu operieren gibt. Ja, meine Lieben, da sind wir schon tief drin in dieser Welt aus Lug und Betrug. Ja? Wir sind aber krank, wir sind süchtig, meine Lieben. Jeder Mensch, der leben will, ist von der Sucht befallen, er ist süchtig, er ist krank, er ist vom Lebensdurst befallen. Und wenn er denn lebt, identifiziert er sich immer mehr mit dem, was ihm überhaupt ermöglicht zu leben. Was ist denn das? Na, zum Beispiel der Körper. Bleiben wir mal ganz auf dem Boden, lassen wir mal den Geist und die Seele und das Ganze. Wir wollen ja nicht pseudo-esoterisch sein, wir reden jetzt mal nur über den Körper. Das Baby bereits identifiziert sich in einem derartigen Übermaß mit seinem Körper, dass, wenn irgendetwas geschieht, das dem Willen dieses Körpers entgegensteht, das Baby sofort zu kreischen anfängt. Manchmal unbewusst, manchmal bewusst, manchmal als Reaktion auf irgendetwas, was ihm weggenommen wird, eine Klappe, ein Spielzeug und so weiter.
Der Lebensdurst ist die Ursache einer Krankheit, die sich dann fortsetzt in dem, was es uns ermöglicht, den Lebensdurst weiter zu frönen und zu leben. Das heißt, zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu schmecken, zu tasten, zu denken. All diese Dinge tun wir nicht nur gern, ja, wir sind geradezu süchtig nach ihnen. Und indem wir das tun, indem wir so süchtig sind, tauchen wir immer tiefer in dieses vergängliche Vehikel hinein, welches es uns ermöglicht, zu sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, denken, sodass wir ganz am Schluss so drin eingebaut sind, dass wir sagen, das bin ich. Und wenn man in diese Falle getappt ist, meine Lieben, und gesagt hat, das bin ich, und sich voll damit identifiziert, dann muss man natürlich auch logischerweise sagen, ich sterbe. Denn ich habe mich ja total identifiziert mit dem, was da vergeht. Wenn ich das wäre, dieses Vergängliche, mit dem ich mich identifiziere, da würde ich doch keine 3 Sekunden nachdenken. Dann wäre mir das Sterben so selbstverständlich wie aufs Klo gehen. Entschuldigung, ich muss es mal so sagen. Naja, es soll ja eine liebevolle Analyse und Diagnose sein, also wollen wir ein bisschen liebevoll sprechen. Die Botschaft ist hart genug, meine Lieben, merkt ihr es bereits? Ihr identifiziert euch mit etwas, das ihr gar nicht seid. Ihr seid nicht das, was geboren wird, lebt und stirbt. Ihr nehmt dies nur wahr, dieses Vergängliche. Und gerade in der Jugend, weil es so langsam die Veränderung vor sich geht, fühlt man sich so richtig schön. Man denkt, das bleibt für immer. Und man ist voll in der Falle. Man identifiziert sich mit dem, was entsteht und vergeht. Und die Reibung ist die, welche man bemerkt, wenn das, was sich verändert, sich eigentlich gar nicht verändern soll, so hätten wir es am liebsten. Meine Lieben, ja, eben hat wieder sich das geräuspert, was ich nicht bin. Ja, ich muss es ja. Ich muss dem ja nachgeben. Sonst kann ich dieses Gerät, dieses Vahan, Sanskrit, dieses Upadhi nicht verwenden. Ich muss mich räuspern. Das heißt, ich muss nicht mich räuspern, sondern ich muss das benutzen, dass es sich räuspert. Ja. Meine Lieben, da ist so klar schon, führt es uns hin zur Heilung von der Krankheit, von der die meisten Leute nichts wissen wollen. Die sagen sich, lieber komme ich wieder und bin wieder krank, aber das Leben ist so schön. Gut, das soll ja dann auch so sein. Ich will niemandem die Freude am Leben nehmen. Ich will nur darüber sprechen. Der Mensch fragt sich doch immer, was bin ich? Das ist doch die Hauptfrage. Ob die Menschen es wissen oder nicht, sie sind hier, um zu wissen, wer sie sind. Darum umgeben sie sich mit dem, was sie nicht sind, und so finden sie es schmerzhaft Leben für Leben heraus. Denn der Lebensdurst verbleibt ja im Augenblick des Todes. Kann doch keiner sagen, oh, ich sterbe jetzt, endlich habe ich es hinter mir. Würdest du ihm eine Pille geben? Dann würde der so schnell aufspringen vom Totenbett und sagen, oh, wie schön, ich lebe wieder. Macht euch doch nichts vor. Ihr seid alle krank. Ihr seid erkrankt an der Krankheit des Lebensdurstes. Männer sind gerne Männer, Frauen sind gerne Frauen, Kinder sind gerne Kinder, Babys sind gerne Babys, sogar ein Utero. Ich gehe noch weiter und sage, Mineralien sind gerne Mineralien, Pflanzen sind gerne Pflanzen, Tiere sind gerne Tiere, Engel sind gerne Engel, meine Lieben. Alles, was mit einer Hülle sich umgeben hat und sich mit dieser Hülle umgibt, ist zunächst mal gerne die Hülle. Und wenn diese Hülle ihm entrissen wird, ja, dann ist es schon unbefriedigend. Nun könnte man sagen, ach Lano, das Buch des Lichts lehrt doch Reinkarnation. Ich kann doch friedvoll sterben, mich erfreuen
an dem, mit dem ich mich identifiziert habe, von dem ich zugebe, das bin ich nicht. Das lege ich jetzt ab, aber weil es mir so gefallen hat, dann nehme ich mir es wieder. Ja, selbstverständlich, meine Lieben. Eine der Optionen, die das Buch des Lichts uns gibt, ist, du kannst auch wiederkommen. Aber dann verhalte dich wenigstens so, dass du so leidlos wie möglich geboren wirst, lebst und wieder stirbst. Es gibt aber schon zwei, drei Menschen auf Erden, meine Lieben, die sagen, ich will aber nicht wiederkommen. Ich will nicht wieder geboren werden und leben und sterben. Ich will nicht mehr sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, denken, denn, meine Lieben, wenn aber jemand krank ist, dann geschieht es oft, dass er nicht zugibt, dass er krank ist. Er nimmt eine Pille, er behandelt das Symptom, das machen sowieso die meisten Ärzte, sie behandeln Symptome. Das Ganze funktioniert für eine Weile und dann kommt die Krankheit wieder durch. Ja? Man muss also in der Lage sein, zuzugeben, dass man krank ist. Und wenn man das zugibt, dann kann man sich an den Arzt wenden. In diesem Falle ist der große Heiler das Buch des Lichts. Und seine Zweigschriften, die alle auch durchzogen und durchtränkt sind von den hohen Worten des Buddha. Mit anderen Worten, vom wahren Buddhismus, nicht von diesem entstellten. Ja, und jetzt kommt wieder das Wort kranken Buddhismus, den es heute meist gibt. Da wollen wir uns auch bei Mahathera Dr. Georg Grimm bedanken, der mit seinem wahren Buddhismus, wiedererweckten Urbuddhismus, Sutta Pitaka, Kopter Reden und so weiter, die Ehre des Buddha wiederherstellt. Und so, meine Lieben, jetzt sage ich's, ich wollte liebevoll sein, aber ich muss einmal ausscheren, ich bin nicht vollkommen. Der Mahathera Dr. Georg Grimm stellt die Ehre des Buddha wieder her. Diese Ehre wurde beschmutzt von Halunken wie dem Dalai Lama. So, jetzt werden wir wieder liebevoll. Wir sind alle krank. Ich, meine Lieben, sehe nur Wunden. Ich sehe keine Menschen. Ich sehe keine Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, Engel. Ich sehe Wunden. Und die gilt es zu verbinden und zu heilen. Was ist die Wunde? Die Wunde ist das, mit dem wir uns identifizieren. Und umso mehr wir uns damit identifizieren, kommt die Todesangst, wenn das wieder von uns genommen wird. Und es wird genommen. Meine Lieben, Menschen haben Furcht und Angst vor dem Tod. Das ist schon das Symptom der Krankheit, welche ist, oder die Ursache ist dann, dass der Lebensdurst, das Anhaften an die vergänglichen Organe, mit denen wir uns umgeben haben. Wie kam es dazu? Ja, meine Lieben, ohne dass man sich mit der Lehre befasst, wird man es nicht verstehen. Wir sind Götter im Werden. Um das zu lernen, müssen wir uns erstmal, oder haben wir uns gestürzt in die Materie, haben uns damit umgeben, identifizieren uns damit und leiden, wenn sie uns wieder entrissen wird. Der Tag, an dem wir völlig loslassen können, nicht durch Selbstmord, das hilft nichts, sondern durch die rechte Anatta-Erkenntnis, meine Lieben, indem wir erkennen, alles, was wir an uns als veränderlich wahrnehmen, das sind wir nicht. Da beginnen wir uns Schritt für Schritt zu lösen. Es ist ein schmerzhafter Prozess bei vielen. Nehmt doch mal alles Kleber und klebt eure Hand an den Tisch. Und dann versucht nach einer Weile, sie wieder loszubekommen. Es wird wehtun, ja? Wenn ihr eure Hand
an den Tisch nimmt und mit einem normalen Kleber, ah, das ist auch schwer, aber es geht. Wenn ihr eure Hand auf den Tisch tut und gar keine Klebe nehmt, dann könnt ihr die rauf und runter tun, rauf und runter tun, kein Problem, tut nicht weh. In dem Maße, Ehre sei dem Buch des Lichts, immer wieder sage ich das, denn ich bin überwältigt von der Kraft der Lehre. In dem Maße, in dem wir anhaften an das, was uns interessieren wird, dieses Anhaften, meine Lieben, dieser Lebensdurst ist die Klebe von wenig Klebstoff bis zum Alleskleber oder bis zum richtigen Schlimmen. So unterscheiden sich die Wesen auf der Welt. Die einen kleben an der Materie etwas weniger, die anderen etwas mehr und die anderen noch viel mehr. Und je mehr man daran klebt, umso mehr leidet man und hat Furcht und Angst vor dem Tod. Weil je mehr man klebt, umso mehr identifiziert man sich mit dem, woran man klebt. Das heißt, wenn ich mit meiner Hand alles Kleber mache, könnte man vergleichen, und ich tue die auf den Tisch und halte die fest und nehmen wir an, plötzlich habe ich einen Gedächtnisausfall oder ich vergesse, wer ich bin. Ich bin dement. Wenn ich dann aufwache, denke ich, ich bin der Tisch. Ich klebe ja daran. Ich denke, ich bin das Ganze. Ich habe vergessen, meine Lieben, den Moment, als ich die Hand mit der Klebe beschmierte und sie auf den Tisch tat. In der gleichen Weise haben die Menschen vergessen, den Moment, wie sie in die Materie gefallen sind und von der verbotenen Frucht gekostet haben. So sieht's aus. Das ist die Wahrheit, meine Lieben. Und wenn ihr tief in euch geht, dann wisst ihr es. Ja, was soll ich dann jetzt tun? Soll ich aus dem Fenster springen? Soll ich ins Kloster gehen? Das Buch des Lichts lehrt, mach dich zunächst einmal vertraut mit der Anatta-Lehre. Von heute auf morgen geht das nicht. Und immer mehr wirst du Distanz gewinnen und immer mehr wirst du dich lösen von der Krankheit des Lebensdurstes. Und indem du dich meditativ und durch die Lehre löst von dem, was du nicht bist, erwacht der Gott in dir und alles, was du getan hast, und sei es noch so schlimm, ich verspreche es dir, wird dich nicht mehr so sehr bedrücken. Das Karma wirst du ausleben, aber du schaffst kein neues schlimmes Karma mehr und du erträgst das alte Karma. Und der Willen, der dich dazu trieb, das Böse zu tun, den brauchst du dann, denn der Wille ist neutral. Wohin man ihn lenkt, ist wichtig. Den brauchst du, um dich zu lösen. Der wird dir mitgegeben in den Skandhas. Mit dem wirst du reinkarnieren. Kannst du dich auf einmal lösen? Kannst du die Krankheit des Lebensdurstes, diese Sucht auf einmal überwinden? Meine Lieben, fragt mal jemand, der wirklich süchtig ist und geht mal hin, wenn er auf Entzug ist. In dem Maße, in dem seine Sucht ihn bereits beherrscht, in dem Maße ist der Entzug sehr schwierig. Und in dem Maße leidet er. Wenn einer gerade so ein bisschen an etwas haftet, sei es Alkohol, sei es Zigaretten, und er ist weise und entschließt sich, damit höre ich jetzt auf, das ist nicht so schwierig. Aber wenn er mal richtig drin steckt, meine Lieben, die Sterblichen haben Angst vor dem Tod, weil sie denken, sie sind sterblich. In Wirklichkeit hat das zeitlos ewige Unsterbliche sich in die sich verändernde Materie gestürzt, hat Form angenommen, identifiziert sich mit dieser Form und wenn sie ihm entrissen wird, dann leidet er. Meine Lieben, diese Vorträge, die solltet ihr euch anhören, bis ihr den letzten Atemzug getan habt. Denn dann erwacht der Gott in euch immer mehr.
Ihr habt nicht mehr so ein Verlangen. Aber jetzt habe ich die Sache eigentlich vorweggegriffen. Wollen wir erst mal sehen, die Krankheit, meine Lieben. Wir sind alle krank. Wir sind alle wandelnde Wunden. Und dies ist der Moment der Wahrheit. Und da brauche ich in keine Astralebenen zu gehen und geistigen oder mental, hochmentalen Ebene. Ja, natürlich gibt es die und da kommt das Buch des Lichts dazu. Aber wir bleiben jetzt mal mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen und bewegen uns keinen Schritt weg von dieser Erde. Und so erlangen wir die Anatta-Erkenntnis. Was ist die Krankheit, meine Lieben? Wir begehren Dinge. Wir haben Wunsch und Willenstrieb. Wir haben Neigung und Durst. Und in dem Maße, in dem die Neigung und der Durst und die Sucht sich verstärken, verstärkt sich das fieberhafte Verlangen und die Gier nach der Materie, meine Lieben. Von einer schweren Krankheit sind wir befallen. Und weil wir krank sind, denken wir dann plötzlich, wenn es soweit ist, oder manchmal schon davor, all das wird mir schwinden. All das werde ich verlieren. Die lieben, begehrten Dinge. Und ein solcher jammert und stöhnt. Ja, geht doch mal zu einer Beerdigung. Lachen die dort? Recht beraten wären sie, wenn sie lachen würden. Aber nein, sie jammern und stöhnen, weil im Hinterkopf ist, da liege ich auch mal drin. In diesem Loch, in dieser Grube. Und in Wirklichkeit liegst du gar nicht da drin. Sondern es liegt nur drin, woran du dich so verzweifelt geklammert hast. Mit dem du dich so verzweifelt identifiziert hast. Meine Lieben, ich werde mal später, mir fällt ein Wissenschaftler ein, wie der Haeckel, der reiner Materialist war, Anthropologe und so weiter, hat gesagt, gibt nur ein Leben Schluss. Dem wenden wir uns noch mal zu, meine lieben Anthropologen. Hört mal gut hierher, denn ihr seid auch alle krank. Wir sind alle krank. Woran? Also, man jammert und stöhnt und klagt und gerät in Verzweiflung. Wovor hat man Angst? Vor dem Tod. Nicht wissend, dass das gar nicht das ist, was stirbt. Man ist das gar nicht selber. Man ist das oder das stirbt, woran man sich geklammert hat, mit dem man sich identifiziert und in dem Maße leidet man. Wann ist jemand krank? Wenn er gegenüber dem Körper nicht frei ist von Wunsch und von Willenstrieb, von Neigung, von Durst, von fieberhaftem Verlangen und von Gier. Das sexuelle Verlangen ist der stärkste Irrtum. Nun könnten manche sagen, ja, muss doch sein, dann ist wieder Leben da. Wer sagt denn, dass Leben da sein muss? Wenn die ganze Welt verschwinden würde, nehmen wir mal an, weil alle erlöst sind, inklusive der Sonnensysteme, der Planeten, der parallelen Universen, wäre das so schlimm? Dann wäre alles im Urgrund erlöst, das ist ja nicht zerstört, erlöst. Großer Unterschied, meine Lieben. Aber wir sind krank. Von einer schweren Krankheit sind wir befallen. Und weil wir von der Krankheit des sich Identifizierens mit dem, was vergeht und veränderlich ist, weil wir von dieser Krankheit befallen sind, da jammern wir. Oh mein Gott, manche sagen, der Körper schwindet mir. Da haben Sie recht, aber da würden Sie doch gleich sehen, dass Sie einen Unterschied machen zwischen sich und dem, was Ihnen schwindet. Wenn ich etwas wahrnehme, das sich verändert, kann ich das doch nicht sein, meine Lieben. Das sich Verändernde, dem ist es ganz normal, dass es sich verändert, das ist eine Natur. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Und so stürzen wir uns immer und immer wieder Leben für Leben, Reinkarnation für Reinkarnation
in die Materie, in diesem Falle durch den befruchteten Schoß, entwickeln uns von innen nach außen, klatschen raus in die Welt. Später wird es eine sexuelle Reproduktion nicht mehr geben, da geht es auf andere Weise, wird alles im Buch des Lichts gelehrt. Aber nichtsdestotrotz, wir umgeben uns mit etwas, das uns eigentlich nicht zusteht. Meine Lieben, nehmen wir einen bösen Menschen. Der hat rohe, gemeine Taten begangen. Er ist mit diesem kranken Gewebe umgeben. Er hat nicht Gutes getan. Er hat nicht Heilsames getan. Er hat nicht Friedfertiges getan. Jetzt nehmen wir mal an, der ist sowieso schon krank. Er weiß es nur noch nicht. Weil es dem, woran er sich haftet, noch ganz gut geht. Plötzlich wird der, weil der Verfallsvorgang voranschreitet, von dem befallen, was er dann nennt, eine schwere Krankheit. Aber solchen Leuten, die haben manchmal einen Weckruf dadurch. Vielleicht kommen sie in Verbindung mit der Lehre und sagen sich dann plötzlich, ich habe versäumt, das Gute zu tun. Ich habe versäumt, das Gute, Heilsame, Friedfertige zu tun. Böses habe ich begangen. Rohe, gemeine Taten. Ja? Das ist ein Grund für diese zu jammern und zu stöhnen und zu klagen. Denn es geht nicht nur darum, dass sie Angst vor dem Tod haben, sondern in sich ist schon eine Vermutung, es könnte danach weitergehen und sie könnten zur Rechenschaft gezogen werden. Wann? Im Leben? Nein, hier sterben sie ja. Sie sind dem Gericht entkommen. Die größten Ganoven und Halunken sind doch unter anderem unsere sogenannten Nobelpreisträger. Und auch viele von Politikern, Wissenschaftlern, Priestern und so weiter. Meine Lieben, die Stunde der Wahrheit. Hinten kackt die Ente. Oh, jetzt wollte ich eine liebevolle Analyse machen. Entschuldigung für dieses Wort. Das wollte ich nicht sagen. Und hier muss man wieder einmal sagen, Ehre sei dem jungen Menschen, der dies jetzt versteht und sich entscheidet, nach vorne zu schauen, beziehungsweise nach innen. Und sagt, ich mache diesen Kranken, diese Krankheit nicht mehr mit. Viele von uns sind junge Menschen auch. Natürlich sind die alten Menschen, ich bin ja auch alt, sind willkommen, das zu tun, selbstverständlich. Sich zu lösen, die Krankheit zu erkennen. Aber auch loben muss man die jungen Menschen. Mehr und mehr junge Menschen sind Menschen, die dem Buch des Lichts folgen. Und die sind bei uns auf vk.com. Natürlich sind da auch viele Verrückte auf vk.com, aber bei unserer Seite, da kann man noch sagen, was man denkt, wir müssen ja auch nicht mit allem einverstanden sein. Geht nicht zu diesem Volksbetrüger Zuckerzwerg auf Facebook. Ihr werdet schon früh genug noch davon enttäuscht sein, ich sage es euch. Zurück zur Krankheit. Noch verrate ich die Heilung nicht, meine Lieben, denn einige von euch werden lauschen und sagen, ich bin nicht krank, was der da erzählt. Lauscht nur etwas länger, dann werdet ihr sehen, warum ihr krank seid. Verzweifelt und stöhnend sagt dann so ein Mensch, der, sagen wir mal, dem Körper, der noch nicht frei ist von Wunsch und Willenstrieb gegenüber dem Körper, ja? Er gerät in Furcht und Angst vor dem Tod, das ist ja klar. Und solcher, der das Gute versäumt hat zu tun, der jetzt an der Schwelle steht und in der Astralebene schon das Gericht sieht, das ist kein jüngstes Gericht, sondern das sind astrale Wesenheiten, vor denen man dann steht und die einen ganz klar machen, warum das nächste Karma kommt. Wird alles im Buch des Lichts gelehrt. Nehmen wir mal an,
Da ist jemand, dessen Krankheit ist der Zweifel. Dessen Krankheit ist das Schwanken. Er ist sich hinsichtlich der Lehre des Buchs des Lichts noch nicht ganz klar. Das ist auch eine Krankheit. Ja? Denn das Buch des Lichts vereint alle Religionen, ohne sie ihrer Individualität zu berauben, aber es nimmt hinweg die Schleier der Interpretation, die leider zu den Religionskriegen von heute geführt haben. Aber da ist nun einer, der leidet von der Krankheit, unter der Krankheit des Zweifelns an der Lehre. Er hat noch nicht genügend Klarheit erfasst. Er hat sich einmal damit befasst und dann beiseite gelegt und dann wieder Mickey Mouse gesehen oder Kochshows oder Bauer sucht Frau. Ja, meine Lieben, humorvoll müssen wir bleiben. Sonst können wir uns wirklich gleich aufhängen. Ja? Und das ist ja auch keine Lösung. Mit Humor wollen wir unseren Krankheitszustand definieren. Wir sind zunächst mal ein bisschen unsere eigenen Ärzte, beziehungsweise die Lehre ist natürlich der Arzt, indem sie jetzt die Diagnose stellt, noch nicht mit der Heilung kommt. Ja? Meine Lieben. Also jemand ist voller Zweifel, ein schwankender Mensch. Und er weiß es und sagt, ich habe noch nicht. Er steht an der Schwelle des Todes. Und er sagt, ja, ich habe mich mit dem Buch des Lichts befasst, ich zweifle noch, ich schwanke noch. Er jammert und stöhnt, schlägt sich weinend an die Brust, gerät in Verzweiflung. Dieser auch gerät in Furcht und Angst vor dem Tod. Er hat aber den Vorteil, dass er im nächsten Leben schon mit einem gewissen Grundwissen bewaffnet geboren wird. Ihm fällt der Loslösungsprozess. Hup, da habe ich ja schon die Heilung genannt, fast ein bisschen. Ihm fällt es leichter, der Lehre zu folgen, den Lehrstoff wieder aufzunehmen. Er wird karmisch wieder dorthin geführt und wird zur Heilung geführt. Meine Lieben, wann gerät jemand nicht in Furcht und Angst vor dem Tod, dann ist er schon geheilt, bevor ich es verrate, wie die Heilung geht. Aha. Wenn jemand keine Neigung und keinen Durst und kein fieberhaftes Verlangen und keine Gier nach den begehrten Dingen, nach dem Leben, nach dem Wunsch und Willenstrieb hat, dann gerät er nicht mehr in Furcht und Angst vor dem Tod. Da habe ich natürlich immer noch nicht verraten, wie man nun frei von den Dingen wird. Aber ich will mal so einen beschreiben, um euch schon mal so eine Idee zu geben. Denn wenn ich jetzt spreche und so rede, erwecke ich in euch mehr und mehr, beim einen früher, beim anderen später, vielleicht bei manchem gar nicht, ja gut, dann habe ich meine Pflicht getan, erwecke ich in euch die Bereitschaft, dann endlich mir zuzuhören, wie man sich da heilt, das Heilmittel also, das wirkliche Heilmittel zu erfahren und anzuwenden. Jemand, der also, meine Lieben, frei von Neigung und Durst ist, frei von fieberhaftem Verlangen und Gier, wenn der von einer schweren Krankheit befallen wird, und das geschieht jedem, auch den Höchsterleuchteten, auch der Buddha, fühlte zum Schluss große Schmerzen vor seinem Tod. Nun konnte der natürlich mit einem Switch sich in die Nirvana-Ebene transportieren und hatte gar nichts gespürt. Er blieb aber im Körper noch eine Weile, um die Mönche und Nonnen zu belehren. Auch unser hochverehrter Mahathera Dr. Georg Grimm hatte Schmerzen, sie dann überwunden
und starb dann lächelnd, schmerzfrei dann übrigens. Da kommen wir dann auch auf den Prozess des Todes und so weiter. Und sagte, ich fühle mich so wohl wie noch nie. Na, so hat er es nicht gesagt, aber ich glaube, dieser hohe Geist hat es so empfunden. Wenn nun einer, der frei von Gier und Krankheit ist, der an sich nicht mehr krank ist, von unserer Definition von Krankheit gesehen, sondern der eben nur eine ganz normale Krankheit erfährt, meinetwegen eine schwere, der ist davon befallen, denkt aber jetzt nicht, oh, das wird mir alles entschwinden, der Körper wird mir entschwinden, ich soll die lieben Dinge verlieren, der jammert nicht, der stöhnt nicht, der klagt nicht, der schlägt sich nicht weinend an die Brust. Es ist jemand, der geheilt ist, meine Lieben. Er trägt den Schmerz, der da gerade mal ist, als ein Anatta-Phänomen. Er kann sich vielleicht sogar meditativ herausbeamen aus der Situation. Er gerät nicht in Furcht und Angst vor dem Tod. Er ist nicht länger krank, obwohl er das erlebt, was man so normalerweise als eine Krankheit ansieht. Wie steht es nun mit einem, meine Lieben, der nichts Böses begangen hat, keine rohen, gemeinen Taten, der Gutes getan hat, friedfertige, heilsame Werke? Der kann nicht mehr als Kranker bezeichnet werden, egal welche Krankheit ihm befällt, er ist ein Gesunder. Denn selbst wenn er von einer sogenannten schweren Krankheit befallen ist, dann denkt der, ich habe nichts Böses begangen, keine rohen gemeinen Taten. Meine Lieben, ich meine damit nicht, dass er an vergangenen Leben zurückdenkend sagt, ich habe nichts Böses begangen. Bitte das nicht denken. Sondern es gab einen Moment in seinem Leben, wo er sagt, von jetzt ab will ich nichts Böses mehr begehen. Da kann er sagen, ich habe nichts Böses mehr begangen. Ganz wichtig für die Anatta-Lehre. Er hatte von einem Moment plötzlich, und sei es in den letzten Tagen seines Lebens, sei es in der Mitte seines Lebens, egal, aber er hat von da an durch die Lehre geleitet, nichts Böses mehr getan. Vor rohen und gemeinen Taten hat er zurückgeschreckt, Gutes hat er getan. Heilsame, friedfertige Werke. So weiß er, so denkt er jetzt, da der Tod an ihn herantritt. Und er weiß auch, ganz egal, was nach dem Tod geschieht, ich habe nichts Böses getan. Ich habe keine gemeinen Taten begangen. Ich bin bereit, das vergangene Karma noch auf mich zu nehmen, aber ich weiß, was meiner nach dem Tod im nächsten Leben harrt. Etwas, das besser ist als jetzt. Denn ich habe nicht nur bereut, naja, bereuen kann viele, meine Lieben. Ich sage, vergeudet eure Zeit nicht zu bereuen oder zu beichten, das ist alles Quatsch. Folgt den Worten des Meister Jesus, als die Hure zu seinen Füßen sinkt. Und sagt, ich bin eine Hure, ich bin eine Sünderin, ich habe gesündigt. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Laber mich nicht voll. Ja? Geh und sündige nicht mehr. Geh und vollbringe kein neues negatives Karma mehr, hätte er auch sagen können. Denn das Urchristentum, und wenn ihr mein Buch lest, die wahre Bedeutung der Bibel lehrt das ganz klar. Karma und Reinkarnation war Christenlehre. So, gut, Kirchenlehre. Später entfernt. Ja, jetzt, ich weiß, eine Frage folgt auf die andere. Vor allem für jene, die mich zum ersten Mal hören. Da müsst ihr euch mit der Lehre befassen, ja? Also, da ist dann jemand, der dann frei von Zweifel ist. Er ist kein schwankender Mensch mehr. Er hat mit der Lehre
Klarheit erlangt. Wenn der von einer schweren Krankheit befallen ist, dann sagt er, ich danke dem großen Chohan für die Lehre, ich bin frei von Zweifel. Ich bin kein schwankender Mensch mehr. Ich bin ins Klare gekommen durch das Buch des Lichts. Nicht jammernd, nicht stöhnend, sich nicht weinend an die Brust schlagend, nicht in Verzweiflung geratend, stirbt dieser bzw. seine Beilegung, der angehaftet hat, von der er erkannt hat, dass er sie nicht ist. Stirbt er frei von Furcht und Angst. Ist dies nicht, meine Lieben, eine vortreffliche Lehre? Sie richtet Umgestürztes wieder auf. Sie enthüllt Verborgenes. Sie weist Verirrten den Weg. Sie bringt Licht in die Finsternis. Und zum ersten Mal, wer Augen hat, kann die Dinge sehen. Und so enthüllt sich die Lehre, führt zur Wahrheit. Darum dürft ihr, meine Lieben, die Zuflucht zur Lehre nehmen. Und nun ist wohl die Zeit gekommen und der Augenblick, die Heilung zu offenbaren. Bis hierher seid ihr mir gefolgt, meine Lieben. Und in der nächsten Folge, in Folge 2, werdet ihr erfahren, wie ihr von der Krankheit, mit der ihr jetzt befallen seid, von der Krankheit des Lebensdurstes, der eine mehr, der andere weniger, geheilt werdet. Ehre sei dem Buch des Lichts und Ehre sei allen, die dazu beitragen, diese Lehre zu verbreiten. Ehre sei Nilakanta Agni, Ehre sei Patita Dikshita, Ehre sei Yamuna, Ehre sei Kaivalya und so weiter, alle, die mitmachen. Ehre sei Igor Kumara und anderen, allen anderen, denen ich einen spirituellen Namen gegeben habe. Ich werde sie in Folge 2 auch nochmal alle aufzählen. Ehre sei ihnen, deren Augen geöffnet sind und deren Herz auch der Lehre geöffnet ist. Om. On earth have been cried. See the million children of hunger they die. See the rich man smile and the poor man starve, showing his fist to the God above, asking why. And each feeling of love that comes from the soul, in heaven's world, it will shine as gold. But once you open your heart to its truth, never-ending glory is waiting for you. He'll be there. From the soul in heaven's world, it will shine as gold.
lovely. Just an illusion. One day you will see that there is only the reality of love, of love. So wherever you are and wherever you go, he will never ever leave you alone. And if you're feeling down and low, he will give.